So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Bray. Wir waren auf dem Weg, Lena zu retten. Und wir wissen immer noch nicht ganz, was nun mit den Aliens ist, warum die uns ernten. Aber ich denke mal, wir werden das diese Aufnahme auf jeden Fall herausfinden. Es kann sein, dass es ein paar kleine Probleme mit dem Mikrofon gibt. Immer wenn ich das mute, manchmal stellt sich das nur auf halbe Lautstärke wieder zurück. Ich hoffe, dass ich das immer rechtzeitig mitbekomme. So. Genau, hier ist alles eingestellt, dann kann es auch schon losgehen, dass hier auf YouTube nicht so viel Menü zu sehen ist. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich war. Und auch nur kleine Info nebenbei noch schnell, während es lädt. Die Aufnahme wird auch gar nicht so lang, höchstens Stündchen. Und dann werde ich wahrscheinlich erstmal essen, das ich vorhin bestellt habe. Wollte aber jetzt schnell noch aufnehmen. So, genau. Wir waren jetzt hier. Mussten erstmal den Weg wiederfinden. Weiß nur nicht, wo wir rein sind und wo wir raus sind. Das schau einfach mal hier oben. Hier ist ein Monitor. Warnung. Was bioorganischer Schaden bereit ist. Oh, hallo. Komm, 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 komm. Also wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, wenn wir hier die netten Kollegen treffen. Ah, dankeschön. Was? Warnung, bioorganischer Schaden, Bereich versiegelt. Ja, was heißt denn bioorganischer Schaden? Oh, sind hier in einer Art Kraftwerk, okay. Was? Mal wieder wie so Minen, oder? Haben wir doch schon mal gesehen. Scheiße, das Tor hat sich verschlossen hinter uns. Hier können wir erstmal unser Shuttle wieder reparieren, beziehungsweise mit Systemenergie versorgen. So, wo müssen wir denn? Ja, komm. Lass mich. Hallo. So. Müssen wir denn hin? Müll mal wegräumen. Ah, ist ein Tor dahinter. Okay. Ja, jetzt geht's wohl zu Fuß weiter. Hey, it's those guys again. The priestess is waiting. Who's this priestess? Hallo? Ihr dürft auch Why the hell aren't you talking to me? Was anderem als Rätseln sprechen, liebe Kollegen. Okay. Eine Waffe? Boah, das sieht aber echt nice aus hier. Okay. Alles sehr schweigsam hier. Was war das? Das sieht aus, als wäre das aus Leder. Ich vermute fast aus Menschenhaut. So, gehe ich mal ganz stark davon aus. Irgendwie ist es sehr dunkel, ne? Ganz kurzer Blick rüber, ob die Aufnahme denn genauso dunkel ist. Und ich eigentlich das Gamma ein klein wenig höher stellen. Visionen. Grafik. Achso, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier umstellen kann. Ich lasse es mal lieber, weil ich benutze ja den Sigmod. Und da kommt die Grafikeinstellung dann über eine INI. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt ändere, aber wirklich auf 600 mal 400 regelt. Kollege, darf ich durch? Ich soll. Hast du gehört, ja? Bin wichtig, ja?
Hallo. Greetings. Bist du? Who are you? You may call me Eluit. We are the Hidden. As with you, we were plucked from our homes and brought here to this place, to the Sphere. For centuries, the Keeper, our enemy, has used it to harvest beings like us from 1,000 different worlds, to be processed, turned into food, warriors, whatever it requires. For generations, the Keeper has been the hunter, and we have been the prey. But no longer. Look, I don't care about any Keeper. I just want to find my girlfriend and get home. Then perhaps there is a way we can help each other. We have been devising a plan to finally escape from this place. The Sphere's technology permits the Keeper's minions to open portals that transport them from place to place in an instant, even between worlds. We have stolen some of their machines and have been developing a similar device which would open a doorway back to Gaia, Earth, our home. What do you need? Destroy the Keeper. We have the technology to analyze its brain, to acquire the final information needed to open the portal home. Why do you need me to do this? The Keeper has ways of barring us from its domain. But perhaps your unique abilities can take you beyond its defenses. The path to the Keeper's bioexperimentation labs lies beyond that portal. What about Jen? Is she still alive? She's being held through there. Ja, genau. Some of those it harvests for experimentation. I've got to get to her before it's too late. If she can be found, she can be saved. Sent home through the Earth portal with you, with all of us. Do we have a deal? Eigentlich nee, ne? I'll do it. Idiot. May your gods protect you. Ja. Warum jagen die jetzt uns Menschen und nicht mehr euch? Daran bist du 100% du schuld, Eule. Eule. How have you survived this long? Generations ago, a small number of our ancestors managed to escape from the Keeper. We hid deep within the Sphere, where we thrived and waited until the day would come when someone would rise up and lead us from this place. Ihr seit Generationen hier, ja, aber für eine Hose hat es noch nicht gereicht. Again being brought aboard the Sphere. It has returned to reap our planet once more. We will never be this close to Earth again in our lifetimes. Yeah. Our chance is now. So, um das jetzt nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Ihr kriegt es nicht auf die Reihe. Da hinten leuchtet was. Ja, ihr kriegt es nicht auf die Reihe. Jetzt soll ich das machen aus unerfindlichen Gründen. Na gut, ich kann vielleicht mit meiner Geisterfähigkeit, das ist wahrscheinlich das, was sie brauchen. Ein Fleischwürfel. Ich soll jetzt praktisch mit meiner Geisterfähigkeit in das in die Bio-Laborabteilung sozusagen. Ja, ob das so eine gute Idee ist, Eule? Ich weiß es nicht. Aber Jen ist dort, sagt sie zumindest. Aber allerdings klang das für mich, als hätte sie genau das gesagt, was wir hören wollen. Also habe ich gespeichert, kurz bevor es lädt. Auch schlau. Machen wir gleich nochmal. Felowit's right. The Keeper's in here somewhere. And if the Keeper's here, Jen's here. Genau das hat sie gesagt. Genau das, was du hören wolltest. Ah, genau. Jetzt wieder in die Steuerung reinfinden. Hallo. Hey, hallo. Was? Ein paar neue Informationen. Ist das Jen? Nein.
Jemand anders? Okay, können wir das ausschalten vorher vielleicht? Sehen wir, wenn man das da reinschieben? Komm schon! Geht nee. Okay, hier kommen wir nicht lang. So! Haha! Auch ein Terminal zum Ausschalten. Zack! Können wir nicht bedienen. Wieder jemand gescannt. Okay, also sie dienen also als Nahrung und als Ressource, die Menschen. Ganz wie wir das vermutet haben, praktisch. So, aber ich weiß nicht. Ich soll jetzt auf einmal die Menschen als Nahrung und Ressource dienen. The Keeper. What do you have to accomplish, human? Come back, you coward! Okay, er weiß also. Ah, das Patschehändchen! Hallo! Oh, was ist das? Neue Waffe? Boah, hat er mich erschrocken. Muss ich das irgendwie aus? Eins kommt von hier, eins kommt von da. Scheint die Waffe zu sein. Hallo? Achso, ne, wir haben volle Leben. Ja, falsche Taste. Ein bisschen Munition. Oh, für den haben wir keine Munition. Kacke. Aber für den hier. Ich glaube, wir kriegen jetzt hier schon Besuch, oder? Er wird es auf jeden Fall gleich Besuch geben. Bin ich mir ziemlich sicher. Hallo. Oh ja, das wird ein Damage. Ich hoffe doch. Ich dachte, das wären Raketenwerfer, aber schießt wohl mit so einer Art Säure. Ist aber auch nicht schlecht. Okay, wir kamen auch einen großen Schuss, okay. Und hau ab jetzt hier. Er hat das Portal aufgelassen. So ein Idiot. Gib mal das. Ah, jetzt kommen wir hier nicht mehr rein. Schade, da war noch Munition und so. Das ist natürlich ein bisschen doof. Portal ist zugegangen. Oh, thank God. Eloise was right. War Zufall, mein Freund. Scheiße, die experimentieren anscheinend rum. Wir müssen uns echt beeilen. Ich speichere mal. Jägermeldung an Proteinverarbeitungszentrum. Erlegung der menschlichen Genstruktur. Jägermeldung. Der Gen können wir also nicht mehr sehen. Scheint es aber noch gut zu gehen. Ich hoffe, das bleibt so. Mal echt ein paar flinke Füße machen hier. Hallo. So, hier kommen wir gerade nicht durch. Und natürlich so, erst zur Waffe wechseln und dann saugen, ne? Natürlich irgendwie Waffen oder Waffen, die hier hängen, oder? Aus, ist das nicht? Ja, hier. Ah, okay, ja.
Das war einfach. Falsche Waffe. Hallo. Was liegst du denn hier rum, faule Sau? Du sollst deinen komischen Boss schützen. Genauso wie ein Embryo. Ein Fahrstuhl? Was ist das? Machen wir voll. Aha, okay. Wir erstmal aufräumen vielleicht. Ne, ist noch keiner. Das heißt, wir sind hier rein und hier raus. Jetzt nicht so krass das Rätsel. So, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir in dem Raum. Also noch einen weiter. So. Zack. Hat man ja schon mal so ein ähnliches Rätsel. Hey Kollegen, ich höre euch. Hey, was wird denn das, wenn es fertig ist hier, hä? Hinfahrt ihr oder was? Ja, hässliche Monster. Oh, jetzt hab ich erschrocken. Ich dachte, hier steht noch einer, ey. Kacke. Das explodiert das? Ne, sieht nicht so aus. So. Wir retten die liebe Jen. Ich habe mir übrigens schon die Demo zum neuen Prey angeschaut. Ich muss sagen, ich bin echt übel begeistert. So. Haben wir hier irgendwas? Achso, das ist jetzt der Raum hier drüber. Okay, was machen wir hier an? Jen! Ja, wir sind auf dem Weg, Jen. Oh, Mistding. Was? Obere Wartungskorridor. Korridore südliche Station. Okay. So. Was kommt hier? Hm. Verschwinde! Du Monster! Wahrscheinlich alles welche, die damals nicht geflohen sind und müssen jetzt ja als Sklaven die Anlage bedienen. Also so wirkt es zumindest. Hallo. Bisschen kopflos, oder? Hey, wer war das? Nichts machen. Ja, auch nicht. Aber hier war doch gerade jemand drin. War der hier, wenn ich das richtig vermute. Ich befürchte, wir werden ihn auch gleich wiedersehen. Aber das mache ich. Bin hier mit der Unterstützung unseres Großvaters unterwegs. Müssen unsere Ahnen. Ja. Ich auch. Scheiße, aua, 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 aua. Ach. Okay. Na gut, das ging ja noch mal ziemlich glimpflich auch. Obwohl, wir haben viel Leben verloren, ne? Wo müssen wir denn hin? Hier durch als Geist, dahin an die Konsole.
oder da runter an die Konsole? Das werden wir gleich wissen. Geht natürlich auch. Achso, ja, yeah, ganz schlau. Ganz schlau, richtig schlau sogar. Hallo, kommt hier noch ein paar Kollegen? Nee, du bist runtergefallen, was ist los? Du weißt doch nicht springen auf dem Wegen. Was sind wir denn jetzt? Ja, wir sind auf jeden Fall noch nicht gerade. Nee. Oh, whoa, whoa, fucking hell. Oh, oh. Hörst du, den werden wir gleich wieder treffen. Wo sind sie denn? Gut. Oh. Hä? Achso. Müssen wir denn hin? Wir können erstmal drehen wieder eigentlich. Ah, nee. Können wir noch nicht. Achso, können wir drehen. Zack. Müssen wir da hoch, würde ich behaupten. Was denn? Ne, wir können einfach hier durch. Ahaha. So. Da hoch müssen wir. Zack. Und hepp. So, aber was? Haben wir dort ein Portal ein? Ja? Munition. Ich kann das mit dem nicht bedienen. Oh, wo sitzt das? Achso, ah, wir stehen schon drin. Aha, gut. Keeper. Hallo, was? Abgehauen, Miss 4. Komm mal ran auf den Meter, wenn du dich getraust. Feigling. So eine feige Kreatur, ey. Lange nicht mehr gesehen. Wo geht's denn hier hin? Kleines Secret oder was? Nee, scheint der richtige Weg zu sein. Aber wie groß ist denn das hier? Meine Güte! Meine Güte, wollte ich gerade sagen. Dann trau dich noch mal ran auf den Meter, Feigling. Nimm der nächste bitte. Oh, mit mal einen nach dem anderen Blatt hier ab. Keine Chance. Nehmen wir das jetzt? Hallo? Zeig dich! Jetzt dahin. Ich trinke mal ganz kurz einen kleinen Schluck. Jetzt aber weiter. Hm. Okay, wo sind wir jetzt? Oh, es lädt. Ich speichere immer vorm Laden. Jedes Mal. Oh, Jen. Hab ich vorhin, glaub, vergessen. Oh, Scheiße, wir sind auf dem Weg zu Jen. Sehr gut. Oh, wir haben sie. Wir haben lange gebraucht. Aber ich glaube, wir haben es fast geschafft. Steht da? Observationsebene 2. Jen? Jen, wo bist du? Jen! Scheiße, wo ist Jen? Okay, wir brauchen wieder einen Code. Da gibt es Munition. Was komme ich? Die Munition kann man einsammeln. Ganz kurz am Handy gerade guckt, gerade was gebiebert.
Wo finden wir denn einen Code? Mit dem vielleicht hier draußen sogar schon. Mal uns genau umschauen. Da ist er. Wird er nicht an unserer Mission scheitern, weil wir den Code nicht finden oder so. Da steht es ja wieder auf irgendeinem Monitor einfach. So aus. Können wir den kaputt machen? Können wir als Geist uns hier auch noch aufladen? Also praktisch zweimal aufladen? Ich weiß noch nicht, wie wir an den Boot kommen. Draußen vielleicht? Geht's auf jeden Fall nicht weiter zurück? Jen, hättest du dir da mal jemanden gesucht, der ein bisschen schlauer ist? Der hätte den Code vielleicht schon gefunden? Ganz kurz für Steam zurückschreiben. So, weiter geht's. Jetzt. Aber wo ist der blöde Code? Ist das Symbol? Können wir irgendwie. Was können wir an der Decke laufen? Können wir das irgendwo drehen? Hier? Huch, falsche Taste. Können wir irgendwie uns auf den Kopf stellen? Dass wir da hochkommen? So, wie komme ich jetzt hier hoch? So, was, wie finde ich denn jetzt so einen blöden Code? Kann ich sein, dass wir jedes Mal so lange brauchen, so einen blöden Code zu finden, ey. Oh, was ist das? So. Scheiße. Soll die wahr sein hier? Aber ich habe gerade eh erfahren, dass Essen da ist. Das heißt, ich werde jetzt gleich mal kurze Aufnahmenpause machen. Und dann werden wir uns nochmal dem Code hier widmen. Ich speichere das Ganze mal kurz hier. Werde auch nochmal kurz richtig speichern und dann sehen wir uns.